So, heute habe ich wieder mal Lust auf etwas Stärkeres und ihr wisst, was es heißt. Es ist wieder mal Zeit für Tangiers. Ich habe hier noch etwas Ken Mint, den habe ich nicht so schön im Glas verpackt wie die anderen, aber es funktioniert auch in diesem Tupperware hier perfekt. Ihr seht, der Tabak ist immer noch schön feucht. Ich werde mir den Kopf wieder im Hookatron 80 Feet 80 bauen, wie ich eigentlich alle meine Tangiers-Köpfe baue. Ich habe so extrem gute Erfahrungen gemacht mit dem etwas kleineren Depot hier oben. Verbraucht man nicht allzu viel Tabak und das Ganze läuft trotzdem sehr gut. Und ja, ich werde den Kopf bauen und euch zeigen, wie ich das gemacht habe. Ich hoffe, ihr könnt sie erkennen. Tangiers drücke ich generell etwas mehr an als andere Sorten, einfach damit er nicht allzu stark ist und deswegen auch der kleinere Kopf, damit man so einen nicht allzu großen Verbrauch hat, trotz des Andrückens. Ja, ich werde wieder eine Lage Panzeralu drüber spannen und dann sehen wir uns auch schon beim Fazit zu dem Tabak hier. So, also der Kopf läuft wieder einmal. Ihr seht, das Ganze qualmt wieder gut. Ich habe ja Tangiers schon öfters in dem Setup hier gebaut und das performt wirklich immer super. Also ich hatte nie Probleme damit. Zu der Pfeife, wenn da wieder Fragen kommen, das ist die Mamey Custom. Die gibt es bei Elvano. Ich bin mir gar nicht sicher, ob die zurzeit noch verfügbar ist oder ob sie ausverkauft ist. Schaut einfach mal bei Elvano vorbei. Ja, also der Tabak ist eine Minze. Wie der Name schon sagt, Cane Mint, aber dazu kommt noch ein Zuckerrohr. Also das Ganze ist eine sehr, sehr leckere, süße Minze. Jetzt nicht unbedingt extrem kühl, einfach wirklich süß und Minze halt. Und ja, der Tangiers Cane Mint ist ein Klassiker und ich kann jedem nur empfehlen, wenn ihr die Möglichkeit habt, irgendwie den zu probieren oder dran zu kommen, wenn ihr in Amerika seid oder so, probiert das auf jeden Fall mal, es wird sich lohnen. Er ist etwas stärker, hat wie alle Tangiers Sorten etwas mehr Nikotin als die in Deutschland erhältlichen Sorten, deswegen muss man da etwas vorsichtig sein, aber ja. Grundsätzlich kann ich jedem nur empfehlen, versucht ihn mal, wenn ihr die Chance dazu habt. Und ja, dann war es auch schon wieder für heute. Ich wünsche allen noch einen guten Rauch und wir sehen uns morgen wieder.